ein YouTube-Video und ein Gewinnspiel, das macht doch nur Full Caps. Richtig. Wir verlosen wieder diese Maschine dreimal in den Kommentaren, sobald dieses YouTube-Video 1000 Likes erreicht hat. Alles, was ihr machen müsst, ist wie immer liken, kommentieren, teilen, Kanal abonnieren und einen schönen Kommentar schreiben. Und sobald wir das Video auf 1000 Likes haben, verlosen wir die Maschine dreimal in den Kommentaren und dann bist hoffentlich du der glückliche Gewinner. Auf jeden Fall, wir haben hier den Kiepe Booster Mini Herzschimmer. Ein kleines, aber feines Teil mit einer Menge Power. Wie wir es von Kiepe kennen, die haben super coole Teile, sind super preiswert und machen eine Menge Spaß. Deswegen packen wir den jetzt direkt aus, stellen ihn zum Test und dann weißt du, ob es vielleicht das Gerät ist für dich oder doch eher nicht. Also, komm mit. So, hier haben wir den Kiepe Professional Pro Mini Booster Hair Trimmer. Klassisches Design, dies auch wieder mit diesem Gold. Jetzt in dem Rot, Weiß, hier wieder oben die Box. Hier befindet sich nichts, aber auf der Rückseite steht alles. Hier sehen wir den Trimmer mit dem Ladestand, der Schutzkappe, der Reinigungsbürste und dem extra Öl plus drei Aufsätzen. Also für alle Bartträger ist der auch gut geeignet, die ihren Bart bis zu 6 mm trimmen wollen. Die können sich auch diesen professionellen Trimmer holen, damit sie sich schön die Kontur machen können und bis zu 6 mm runter trimmen können. Der schafft 10.000 Umdrehungen pro Minute, hat eine Pro-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 1500 mA, was für 110 Minuten Laufzeit sorgt, fast 2 Stunden und ein bisschen über eine Stunde Ladezeit. Man kann die Batterie 1500 Mal aufladen, bis sie den Geist aufgibt. Also das ist auf jeden Fall garantiert. Wahrscheinlich wird es darüber hinaus auch noch funktionieren. So, dann machen wir das Ganze mal auf und schauen sie uns an. Wir haben einmal hier links schon mal schön den Trimmer. Kommt uns entgegen. Mini Booster. Man merkt schon, er hat eine Menge Power. Sieht sehr, sehr gut aus. Auch der Schneidesatz sieht sehr, sehr nice und präzise aus. Bin ich mal gespannt, was der so gleich drauf hat. Was ich richtig cool finde hier in der Verpackung, das Öl hat hier so seinen eigenen Platz hier drin. Das sitzt so super drin, das fällt nicht umher. Dann haben wir hier noch Thank you so much for choosing Kiepe Professional. Finde ich ganz cool. Kommt uns hier schon die ersten Sachen gegen, wie das Ladekabel mit den universellen Plugs. Hier ist der passende Stecker, Reinigungsbürste und den ganzen Steckern plus einen Cam-Follower. Immer nice to have. Und hier drin kommen uns jetzt auch schon die nächsten Sachen entgegen. Und zwar die drei Aufsteckkämme. Also, normalerweise ist es 0,5, 1, 1,5 als Aufsatz, aber wir haben 2 mal 0,5, aber ich habe noch eh noch welche von den anderen da. Den kann man dann ganz einfach hier raufklipsen, wird man unten befestigen, hier rein und dann hält das schon. Kann man so schön auch länger trimmen. Macht man einfach runter und zack, so läuft das. Das ist auf jeden Fall der Paketinhalt und uns fehlt jetzt nur noch der Ladestand. Den haben wir einmal hier. Sieht auch sehr nice aus mit der goldenen Kiepe-Aufschrift und der Trimmer steht auch super easy da drin. Bewegt sich nicht, ist aber leicht rauszunehmen und leicht reinzustellen. Sehr nice. Ich freue mich schon, den hier zu benutzen. Hier mit dem Trimmer muss ich offen ehrlich sagen, ich habe den jetzt die Zero gegeben, weil der eigentlich sehr, sehr gut aussah. Habe aber das Gefühl, der nimmt die Haare jetzt nicht. Ja, doch, der nimmt die Haare gut mit. Man muss ihn richtig halten. Aber es gibt auch Maschinen, die nehmen die Haare besser mit und einfacher mit, meiner Meinung nach. Aber ich muss sagen, für das Preis-Leistung auf jeden Fall ein brutaler Trimmer. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man super schnell wo lang geht, dass er hier alles mitnimmt, habe ich es. Ja, nee. Er nimmt die Sachen nicht so perfekt mit, wenn man super schnell versucht auszurasieren. Dann bleibt das ein oder andere Haar übrig. Aber wenn man sorgfältig arbeitet, rasiert er extrem close, hat eine Menge Power. Ich sag mal so, die Kiepe-Maschinen, die sind ja auch für mich nicht High-End, aber für Preis-Leistung macht er auf jeden Fall ein guter Job, ist scharf. Nur womit er halt wirklich nicht zurechtkommt, ist, wenn man zu schnell arbeitet, dann nimmt er nicht perfekt alles mit. Aber sonst wirklich geisteskrank. Ja, das ist eine coole Klinge. Das ist ein cooler Trimmer. Anfang hat mich ja hier hinten dieses Untermesser so ein bisschen an das Untermesser von JHL erinnert. Hat aber irgendwie gar nichts damit zu tun, weil der Schneidesatz besser, meiner Meinung nach. Aber ein cooler Entry-Level-Trimmer, sowas für Anfänger, ein bisschen erfahrenere Barbiere, Friseure. Ist USB-C aufladbar noch dazu, kommt mit dem Ladestand. Sieht nice aus, liegt gut in der Hand, macht eine Menge Spaß. Nur wie auch schon beim Kiepe Nummer 3, der lässt manchmal ein paar Haare übrig, wenn man schnell arbeitet. Aber trotzdem sehr, sehr scharf, wenn er gezero-gapped ist, für die Konturen super nutzbar und hat jetzt nicht das Problem, dass du irgendwie sehr kratzig war, sondern sehr, sehr smooth, aber trotzdem sehr präzise. Also der Schneidesatz gefällt mir sehr, sehr gut. Außer halt, wie gesagt, das Problem, aber ich glaube, das liegt am Magnetmotor. Tatsächlich, weil hier ist ja auch ein Magnetmotor verbaut mit 10.000 Umdrehungen. Klare Kaufempfehlung, eher für Entry-Level, bisschen erfahrene Barbiere und Friseure und ja, das ist meine Meinung zum Kiepe Mini Booster Trimmer. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns. Macht's gut. Heilige Getreide. Macht's gut, mein Leben.